Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ja, ich weiß, normalerweise wäre Dienstag Aufnahme, aber ich bin noch im Montag und ja, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Schnibbelzeug machen und Angreifer aus dem Alt spielen, denn mir fehlt ja immer noch der Elektrovollstrecker als Hauptmod. Und ich sag mal so, bevor das Event nachher wieder recycelt wird, das wird wieder eine Weile dauern. Aber ich würde den halt gerne schon vorher haben, damit ich die Möglichkeit habe, ihn auch bauen zu können. Weil Baupläne-Mods haben wir ja schon dafür, aber noch nicht die, die ich gerne haben wollen würde. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen, ja, keine Sorge, Glück haben. Ich bin Homer. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aus der Ferne zu unterstützen. In die Länge ziehen quasi. Und Stufe haben wir auch schon erreicht. Wir müssen uns schützen und die Gehirnwellensauger vernichten. Lockt die Alien Commander heraus und besiegt sie, um ihre Kraftfelder zu deaktivieren. Während der Gehirnwellenextraktion geben die Sauger regelmäßig Energieimpulse ab. Weicht ihnen besser aus. Ach, den muss man nicht ausweichen. Man hat Wasser zum Trinken. Und eine Minigun, die regelt. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Epi reinkriegen. Wenigstens das. Muss gleich sowieso noch mal schauen. Ja, heute kommen die aber nicht ganz so auf ihre Kosten hier. Ah, die zählen auch als Rubis. Wunderbar, wir haben auch noch 15 Rubis. Und ich muss auch noch Fotos schießen einmal. Besser wär's. Sind aber diesmal sogar drei Fotos. Alien-Gegner, ich glaube Alien-Drohne und Co. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht schon mal anfangen, meine Fotos zu machen. Da haben wir auch den ersten Alien-Gegner. Ich suche noch eine Drohne. Gift. Hier fliegt nur alles durch die Gegend. Nee. Keine Drohne. Und ein Invasor brauchen wir eigentlich auch nochmal. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ha, da ist die Drohne. Ein Alien-Commander kommt zum Schutz des Gehirnwellensaugers heran. So. Kraftfeld abgeschaltet. Zerstört den Gehirnwellensauger. Jetzt wunderbar. Sauger Omega. Macht weiter so. So, jetzt brauchen wir noch einen Invasor. Und dann haben wir auch wenigstens die Daily hier schon mal drin. Eins noch. Das Gegnerschiff fährt seine Offensivsysteme hoch. Achtet auf Raketenangriffe. So, aber erstmal da hinten hinlatschen hier. Oh her. Wir sind noch Grubis am Werk. So, dann kommt mal her hier. Hab noch ein paar Schrotmurmeln für euch. Na, aber. So. Einfach in die Heide halten hier. Das passt schon. Aber die Invasoren sind heute nicht anwesend. Irgendwie wollen die heute nicht. Oh, noch ein Robi irgendwo getroffen. Halt, den brauche ich. Nicht umschießen. Hä? So, habe ich schon einen fotografiert gekriegt? Es kommen zwei, egal. Commander. Zieht besser nicht das Feuer von beiden gleichzeitig auf euch. Dann sollen sie erstmal kommen hier. Schrotmumpeln haben wir für alles. Wir müssen ja auch mal leer schießen, damit wir wieder anständig sammeln können.
So. Na, na, na. Versteck dich doch nicht hinter Spielern. Das Kraftfeld ist deaktiviert. Zerstört den Gehirnwellensauger. So, einmal kurz hier irgendwie zwischenlooten. So, weg mit dir. Nochmal Schrot nachholen. Und auf in die nächste Runde. Ne, ich hab doch Flatty gesehen, aber ich weiß nicht, wo es hingebeamt ist. Da ist es. Komm, lad nach. Schneller. Das Ding muss weg. So, und du da hinten fühl dich nicht so sicher. Kann nur nach hinten losgehen. So, wo ist denn hier noch ein Flatwoods? Na, hier erstmal Robi. So. Überblitztet, aber. Erledigt den letzten Commander. Ah, ja. Und beendet. Da kommt er doch schon. Na dann, drück mir die Daumen, dass das jetzt klappt. So. Zerstört diesen Sauger und beendet das Ganze. Also, looten machen wir gleich. Gute Arbeit. Ihr seid alle so erpicht darauf, wenn nötig, Waffen zu tragen. Mit solchen Soldaten wird die Erde sicher die Zeiten überdauern. So, 5 Challenges schon abgeschlossen und das nur mit einmal Angreifer aus dem All. So, was haben wir jetzt noch? Haben wir schon den Bauplan gekriegt, den ich haben möchte? Menschenröhre 2. Nein, wieder nicht. Ah, ich habe einfach kein Glück. Einfach kein Glück. Ja, Röhre 1 und Röhre 2 haben wir jetzt alle schon bekannt da rumliegen. Mann, gut, dass die handelbar sind. So, und dann hier nochmal einmal zwischenlooten. Und hier nochmal zwischenlooten. Wenigstens die Schaltkreise mitnehmen. Okay, Raketen nimmt man auch immer gerne mit. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Sag mal. Kommen jetzt auf einmal die ganzen Rubis her. Aber ich danke für die Raketen. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Quatsch. In dem nächsten Schnitt schon wieder. Also, bis gleich. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Angreifer aus dem Alle. So, Event ist gerade gespawnt. Das heißt, ganz schnell hin. Und dann hoffen wir auf einen guten Bauplan. Ich möchte doch nur den Elektrovollstrecker noch haben. Alles andere ist mir egal. Mir fehlt für den Desintegrator fehlt mir noch ein Mod. Und auch für den Vollstrecker selbst müsste mir eigentlich, glaube ich, noch einer fehlen. Aber die will ich nicht. Ich will ja nur den Elektrovollstrecker. Und der Turtle ist glücklich. So. Können wir hier gleich ein paar Rubis mit wegmachen. Das passt eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich noch nicht weitergemacht. So, dann schauen wir mal. Ach, der ist schon tot. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt hier solo unterwegs? Ah, da hinten sind die alle. Hey, Leute. Ich bin Homer und werde euch helfen. Diese Aliens sind eine gewaltige Bedrohung für unseren Planeten. Eure Aufgabe ist es, die Alien-Commander hervorzulocken und zu besiegen. Dadurch werden die Kraftfelder deaktiviert und wir können die Gehirnwellensauger zerstören. Achtet auf schädliche Energieimpulse der Sauger.
Begebt euch außerhalb ihrer Reichweite. So, dann wollen wir mal anfangen hier. Wenigstens ein paar Aliens wegschießen. Dann kommt alle gerade schön aus dem Gebäude raus. So ist artig. Aber bitte nicht zu viel Schaden machen, ne? Weil Stimpacks sind ja teuer, habe ich gehört. Ne? Ah, da kommen die nächste Welle. So. Und da ist der nächste Ruby abgeschlossen. Die schießt auch aus allen Ecken auf mich, ne? Helft tut euch das aber trotzdem nicht. Ihr Commander kommt jetzt herunter. Schon mal nachladen. Der Gehirnwellensauger ist angreifbar. So. Exzellent. Jetzt begebt euch zum zweiten Sauger. Exzellent looten. Wir werden ähnlich vorgehen müssen, um ihn zu zerstören. So. Scheinbar sehen die Außerirdischen euch als Bedrohung an. Och, nein. Sie bereiten Raketenangriffe vor. Denn sollen sie Raketenangriffe vorbereiten? Nee, ich habe genug Lebenspunkte, um zwei Raketenschläge auszuhalten. Mindestens. Ja, nächste Drohne erwischt. Fehlt jetzt nur noch eine. Das ist auch fertig. Und von da unten. Zielst und schielst hier, wa? Ah, wo sind sie? Da kommen sie. Irgendwo sogar noch ein Gatzi zu hören. Ich schieße die ganze Zeit auf eine Leiche. Meine Güte. So. Wunderbar. Und die nächsten Punkte rein. Wir brauchen gerade schon wieder so ein bisschen zum Spawn hier. Und kommt. Es sind doch genug Leute hier. Die schießen bestimmt wieder alle drinnen, ne? Gegen die Wände. Ja, die schießen schon wieder drinnen gegen die sämtlichen Wände hier. Deswegen mag ich Chemicals mit den Aliens nicht so gerne. Zu verwinkelt, zu verschachtelt. Einfacher Häuserkampf. Da sind zwei Captains im Anmarsch. Ihr müsst beide eliminieren, um das Kraftfeld auszuschalten. So. Der fällt da hinten rüber. Ah, hier ist der andere. So. Das Kraftfeld ist nun deaktiviert. Zerstört den Gehirnwellensauger. Fertig. Gute Arbeit. Jetzt ab zum letzten Sauger. Na siehste. So war er gleich durch. Ach, jetzt habe ich das Springen nicht hingekriegt. Wollte jetzt hier schön von A nach B springen. Da komm, ich stell mich hier hinten wieder drauf. Hier hinten ist immer schön. Kann man nämlich da hinten schön in die Flatwoods-Monster reinschießen. Ne? Ich höre doch noch einen da hier. Da hinten kommen sie. Irgendwo. Kommt zum Papi. Muss aber hier noch ein Flatwoods. Die leuchten doch schon wieder so komisch. Hab dich gehört, aber ich hab dich noch nicht gesehen. Na, jetzt ist es down. Hier drin bestimmt wieder alle, ne? Ja.
Kommt doch mal raus zum Spielen. Ihr letzter Commander kommt. Verteidigt euch. So. Zack. Oh, nicht mehr genug Muni drin. Jetzt erledigt den letzten Sauger. Fertig. Stärkend Aufklärung. Na denn. So, was haben wir sonst noch? Komm schon, gib Papi den richtigen Bauplan. Und? Ah, der Giftverschluss. Ja gut, er fehlte noch, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Egal, dann habe ich den für den Alien Disintegrator schon mal fertig. Das ist der, der noch fehlte. Jetzt können wir hier nochmal Flatty wegnehmen. Gerade sagen, da spielt schon jemand das Ding, aber das ist ein Baseballschläger. So, jetzt nochmal hier schnell zwischenlooten, damit es sich auch lohnt. Ah, gut, haben wir alle soweit. Dann gehe ich jetzt noch einmal kurz das Camp aufrichten, ein bisschen was Kleine machen. Weil sind ja schon wieder ein paar Grubenhauer-Handschuhe dabei. So. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein Cut. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Angreifer aus dem All. So, letzte Runde für diese Folge. Und ich hoffe einfach mal, dass es soweit ist. Ansonsten, ich bin gerade am Überlegen, dann danach nochmal eine Folge zu machen, wenn er jetzt nicht kommt. Weil ich möchte, wie gesagt, nur noch den Alien-Vollstrecker haben. Ich probiere es dann nochmal, aber mal schauen. So. Erstmal jetzt hier schnell zum Aktivierungsgerät wursteln. Minigun schon mal nachladen. Hey Leute, ich bin Homer und werde euch helfen. Diese Aliens sind eine gewaltige Bedrohung für unseren Planeten. Wir müssen uns schützen und die Gehirnwellensauger vernichten. Lockt die Alien-Commander heraus und besiegt sie, um ihre Kraftfelder zu deaktivieren. Na. Während der Gehirnwellenextraktion geben die Sauger regelmäßig Energieimpulse ab. So, weicht ihnen besser aus. Na, weiß, dass es geht. Na, jetzt zu spät. Machen wir erstmal hier Verbrannte nochmal schnell weg. Gut. Ne? Ich höre doch mal einen. Da hinten ist einer. Da hinten war einer. So, kommt lad nach. Wir müssen schon mal ein bisschen Granaten sinnvoll loswerden hier. Denn wir haben noch keine Zeit. Autsch. So. Na komm. Rennt da hinten doch nicht rum. Da hinten braucht ihr euch nicht zu verstecken. So. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Konzentriert euch auf den Commander. Danach können wir den Sauger zerstören. Na, dann soll der Commander kommen. Der Sauger kann jetzt zerstört werden. So. Exzellent. Jetzt begebt euch zum zweiten Sauger.
Wir werden gleich noch mal ein bisschen aufräumen. Müssen, um ihn zu zerstören. Nehmen wir uns die Granaten auch nochmal mit. Das gegnerische Raumschiff ist mit tödlichen Raketen ausgerüstet. Seid vorsichtig. So. Ein bisschen wenig los hier noch auf dem Abend. Dann gucken wir mal hier. Einfach reinhalten. Wenn man mal Muni hätte, ne? So, den machen wir auch nochmal weg. Wir haben heute schon wieder Schadensreduktion ohne Ende. So, hier nochmal. Irgendwie Tesla und Wasser? Gibt eine schöne gebratene Suppe. Eine Alien-Suppe. Brauchen wir nur noch Löffeln. Ich registriere zwei gewaltige Lebensformen, die sich herunterbieten. Wie habe ich denn eigentlich noch oben? Vorsicht! Mir geht bald die Muni aus, ich glaub's ja wohl nicht. So viel Muni jetzt durch die ganze Sache hier verschossen. Hoppala! Der Gehirnwellensauger ist angreifbar. So. Waffe wechseln und kaputt schießen. Tolle Arbeit. Gute mit dem Pfefferstreuer. Wir sind fast fertig. Haut ordentlich rein. Um einen Sauger müssen wir uns noch kümmern. So, Schrot auch mal wiederholen. Und ganz nach hinten. Den letzten. Natürlich schon wieder alle. Immer wenn man das Flatwood sieht, ne? Nicht hinter der Leiter verstecken. So. Halt hier zwar überall, aber irgendwie fallen die heute nicht für die Fliegen. Wappnet euch für den gegnerischen General. Na, dann soll er kommen. Wir freuen uns drauf. Zerstört diesen Sauger und beendet das Ganze. Und gute Arbeit. Ihr seid alle so erpicht darauf, wenn nötig, Waffen zu tragen. Mit solchen Soldaten wird die Erde sicher die Zeiten überdauern. Na, warte ich kurz, bevor ich loote hier. Weil ich möchte ja wissen, war es jetzt das letzte Mal oder nicht? Nein, es ist sogar noch ein weiterer Mod dafür. Ah, okay, jetzt habe ich sogar den gesamten Modstart dafür fertig, aber immer noch nicht die Hauptwaffe. Und ja, du darfst das gerne alles mitnehmen. Ah, das ist doch ärgerlich. Es ist doch einfach nur ärgerlich. Gut, dann werde ich sagen, machen wir jetzt davon noch einmal eine Folge. Ich werde dann aber das auch als letzte Schnippelfolge machen. Das heißt, wenn es jetzt dann in den nächsten dreimal nicht kommt, dann... Ja, dann kommt es halt nicht. Dann Pech gehabt. Dann muss ich mich damit halt abfinden und warten, bis es wiederkommt. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier einen endgültigen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.